Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich scrappe mal wieder ein 12x12 Layout. Dazu benutze ich hauptsächlich die Ephemera Pieces von der Chasing Dreams Kollektion von Crate Paper und so ein paar Sachen aus meinem Stash. Das ist ein Foto von meiner Tochter von vor 2 Jahren, als mein Sohn eingeschult wurde, und dieses Foto hatte ich jetzt ewig noch rumliegen und dachte, das passt von den Farben ganz gut zu diesen Sachen. Was ich gemacht habe, ich habe das Foto auf schwarzen Cardstock geklebt, um dem so ein bisschen Rand zu geben, weil das Hintergrundpapier, das ist durch die Punkte ja sehr, also ist kein ruhiges Papier, also das Foto sollte sich schon noch ein bisschen mehr abheben. Es hebt sich schon, finde ich, alleine von der Farbe dolle ab, aber ja, das hat mir nicht gereicht. Deswegen habe ich dann auch so einen dünnen Rand schwarzen Cardstock gelegt. Dieses florale Tag, das ist aus der Chasing Dreams Kollektion, und diese Puffy Sticker sind alle von der Bloom Kollektion, auch von Crate Paper. Ja, die passen farblich richtig gut zusammen, diese beiden Kollektionen. Ich versuche noch so ein paar andere Sachen unterzubringen aus anderen Kollektionen, die farblich passen, aber ich glaube, bis auf vielleicht so ein, zwei kleine Sachen kommt da gar nichts weiter von anderen Kollektionen dazu. Ist mal wieder ein schnelles Layout, schnell ein Foto und ein paar Embellishments zusammengelegt. Hier habe ich die Cute Girl Kollektion noch dazu genommen und diesen Sticker, diesen rosafarbenen Sticker dazu gelegt. Also hier habe ich versucht, einfach in so einer in einer waagerechten zu arbeiten, also entgegen meinem gewohnten Schema diagonal zu arbeiten oder so ein optisches Dreieck zu bekommen. Aber ihr werdet sehen, ich falle in mein altbewährtes Muster zurück und werde gleich, wie gerade eben mit dem Tag schon, versuchen, doch noch ein Dreieck zu schaffen. Hier habe ich so ein kleines Schildchen, so ein Label einfach zerschnitten, und ich finde, das gibt so dem Ganzen so ein bisschen Halt, ohne dass ich jetzt bis zum Rand hin mit so vielen kleinen Teilen auffüllen muss. Und ich finde, dadurch, dass das so oben und unten links und rechts vom Foto ist, gibt es einen guten Abschluss zur Seite, obwohl die ja zur Seite offen sind, aber ja. Klebe ich die Sachen alle einmal auf. Mein Motto ist es ja, dieses Jahr richtig viel von meinen ganzen angehorteten Sachen hier zu verbrauchen. Und das ist jetzt mal so ein Layout, wo ich von verschiedenen Kollektionen eben Sticker und Puffy-Sticker und auch Ephemera-Teile zusammenbringe. Mir fällt das oft sehr schwer, weil nicht immer geht alles so gut miteinander, aber wenn man jetzt gerade die Sachen von Crate Paper benutzt, die sind oft sehr gut aufeinander abstimmbar, beziehungsweise kann man die gut miteinander verwenden. Während mein Farbspray da trocknet, habe ich mir ein paar Kleinteile rausgesucht, die ich noch dazu nehmen möchte. So ein Flare Badge,
so ein paar Wood-Veneers und Metall, so metallische Teile, so kleine Charms sind das, so Anhängerchen und eben diese Chipboard-Herzen. Und jetzt kommt eben mein, doch wieder mein gewohntes Dreieck. Da versuche ich jetzt unten rechts in der Ecke nochmal so ein kleines, ja, Cluster, so eine kleine Anhäufung an Embellishments zu setzen. Na, hier sind nochmal ein paar Sachen von der Chasing Dreams, von dem Stickerbogen. Bogen. Und damit fülle ich jetzt dieses untere die, und damit fülle ich jetzt die untere rechte Ecke. Ja, das genau noch mal eins von den Herzen dazu. Ja, und das war auch schon mein 12x12 Layout. Ich habe noch überlegt, ob ich einen schwarzen Rand rumziehe. Wenn ich mir jetzt so Fotos angucke, könnte ich mir das gut vorstellen, doch nochmal mit einem Filzstift einen schwarzen Rand zu ziehen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe noch pinke Enamel-Dots gesetzt. So ein paar jetzt im Nachhinein. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Lasst es mich doch wissen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.